So, Kabal, mal wieder. Folgendes. Das ist ein kleines Infovideo. Und zwar kam bei mir auf dem Channel jetzt schon lange keine Kabal-Videos mehr. Ja, ich möchte gerne den Grund erzählen und was sich jetzt geändert hat, weil ich zocke zurzeit wieder Kabal, sehr aktiv sogar. Und zwar wie folgt. Ich hatte ja einen 190er Archer. Jupiter hatte 190er Force-Schilder und noch kleinere Chars und alles drum und dran. Das Problem, warum habe ich aufgehört gehabt zu spielen, war nicht Kabal 2. Ich habe Kabal 2 gespielt bis zum Max-Level, habe da auch noch ein bisschen weiter gemacht, aber das an sich, es hat mich zwar am Anfang gehypt, aber es gefällt mir an sich nicht mehr so. Also es ist nicht das, was ich gehofft, erwartet hatte. So. Und da das natürlich abgehakt ist, Kabal 2, ich weiß nicht, ich hatte dann, wo ich wieder in Kabal Online war, war mir aber klar geworden, ich meine, es war mir schon vorher klar, dass Archer eigentlich nicht meine Klasse war. Ich hatte ja vorher einen Vorschilder gemacht. Das Problem ist, ich mag Schwerter, ich mag Schwertklassen, ja. Am allerliebsten hätte ich damals, also eineinhalb, zwei Jahre ist das jetzt schon hier ungefähr, so netter, plus minus ein bisschen, wollte ich eigentlich einen Blader machen. Ich fand Blader total geil, ja, zwei Schwerter, doppelte Schwertpower, ich fand das so cool. So, dann wurde mir auch gesagt, ja, beim Blader muss man retalken. Dachte ich, okay, kann man ja lernen. Habe ich gemacht, versucht, ging mir, ich hab's nicht hinbekommen. Meine Finger haben sich verknotet. Ja? Es ging nicht, absolut nicht. Da war ich natürlich total enttäuscht und hab dann gedacht, na gut, nehme ich halt eine andere Schwerter. Warrior, Kreuzwort cool, ist mir zu klobig, aber Vorschilder, ja, das passt, hab schon Chill, kann ich schön Defense, cool. So habe ich halt gespielt, bis 190, Max Level, hab eine Weile und dort gezockt, Gilde gehabt, alles drum dran. War aber eben nicht meins, nicht das, was ich wollte, so wirklich. Ja, gut, habe ich gedacht, okay, Vorschilder ist es auch nicht. Mach mal halt den Archer, den ihr alle natürlich kennt. Ne? Dann kann ich andere healen, ich mag das so ein bisschen, andere aufpassen, andere so beschützen, so ein bisschen mag ich. Ich sag, ja, Force Archer, das ist gut, das mache ich. Ja, habe ich gemacht, hatte plus 15er Waffen, sogar Teils nur schon, alles drum und dran. Aber ja, es ist halt ein Unterschied, ob man eine Klasse spielen kann, also ob man eine Klasse spielt, ja, oder ob es halt wirklich die eigene Klasse ist. Ja. Da gibt es Unterschiede. Man kann eine Klasse spielen, man kann sie auch gut spielen. Ja. Es kann halt einfach liegen, die Klasse, aber es ist halt trotzdem nicht die Klasse, die man haben muss. Ja. Das ist nicht die eigene Klasse. Wo man einfach sagt, ja, komm, aus FF. Ja, mitten im Schlaf, kein Problem. Geht los, krieg mich hin. Und so war das halt, darum habe ich dann auch immer weniger gespielt, weil ach, das war auch nicht so Archer und so und hier und da und ach. Naja. So, und dann habe ich jetzt vor kurzem, vor vier Tagen, ja, weil das Video kommt heute am 23. raus, 23.10.2015 kommt das halt raus. Und ich habe vor ungefähr 4-5 Tagen, irgendwie sowas im Dreh, aber ich weiß es gleich gar nicht mehr genau, wie lange. Habe ich wieder angefangen, Kabal zu spielen, aktiv, und habe mir gedacht, gut, ich hätte von Anfang an Blader halt, das war meine Klasse, das wollte ich, das fand ich geil, das sah geil aus. Da habe ich gesagt, okay, komm, die Retalke, du kriegst das hin. Habe mir ein paar Videos auf YouTube angeschaut, ich finde, jeder hat da seinen eigenen Trick so ein bisschen, ne, wie er es macht, ohne Makro, ja, ganz großes ohne Makro. Wie man halt das mit der Tasten, wie man sich die belegt und hier und da, wie man es am besten halt macht. Habe ich ein bisschen angeguckt, ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich mal so auch getestet auf meiner Tastatur, wie ich es am besten machen könnte und ich habe es gefunden, ich kann retalken, jetzt kann ich es auf einmal, ne? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir 290er erspart und hätte wahrscheinlich, ja, naja, egal, ist halt so gewesen, ich musste die zwei Klassen irgendwie vielleicht auch noch spielen, einfach, um halt bestätigt zu werden, dass eigentlich immer schöne Blätter sein sollen. Gut. Jedenfalls, wie gesagt, ich habe vor 4-5 Tagen einen Blader neu gemacht, ganz neu, ganz frisch. Allerdings
Jupiter war auch so eine Sache noch. Es gab keine Ahnung, also die Freunde, die man hatte, mit denen man von Anfang an gespielt hat, ja, also von ganz am Anfang, wo man angefangen hat. Wo selbst mein Freund noch nicht mal 190 war, wo der auch noch mittendrin war, obwohl er schon seit Jahren nur gespielt hatte, mit seinen Leuten aus der Gilde dort, wo er halt hatte und so. Und ja, da, die meisten spielen nicht mehr. Und man hat sich halt auseinandergelebt und so ein bisschen, ne? Wie es halt so ist, das ist halt so. Aber die meisten spielen halt nicht mehr oder nicht mehr aktiv oder gar nicht mehr am besten. Viele. Das war alles so ein bisschen blöde und ich meine, die meisten kennen mich dann schon auf Jupiter. Es hat einfach mich alles irgendwie gestört und genervt und so. Und dann hatte ich nur nicht die richtige Klasse und das war alles irgendwie blöde. Und da habe ich halt gedacht, vor so 4, 5 Tagen oder so, habe ich halt angefangen und gedacht, okay, komm. Jupiter, scheiß drauf. Ich habe dort alle Klassen im Endeffekt gespielt gehabt, 209er halt gehabt, bis auf Blair halt, den hatte ich. Ich hatte ihn versucht, konnte ihn retarget, aber nee, der war noch ganz klein, hatte ich dann noch ihn. Dann dachte ich mir aber, weil das mit den Freunden dort von früher so war und alles, und die Leute, die man halt kennt, in den ganzen Gilden, in denen man schon war und so und hier und da. Hab mir gedacht, okay, komm, Mercury, ne? Mercury, da ist übelst was los, die Channels sind echt voll. Wenn ich das im Vergleich zu Jupiter jetzt ziehe, ja, sind die Channel wirklich voll. Na ja, komm, bevor ich jetzt auf Jupiter nochmal einen Char mache, den mir hochziehe und endlich aktiv wieder spiele, komm, geht's auf Mercury, hast du, gibt's mehr Leute hoch. Neue Gilden, neue Gesichter, Fleisch, ne? Hab mir gedacht halt. Na, habe ich auf Mercury jetzt angefangen, Blader. Und was soll ich sagen, ich liebe es, es ist wirklich meine Klasse. Hätte ich die von Anfang an gespielt, boah, der steht schon echt weit. Das ist jetzt 190, vielleicht ein bisschen höher, mal gucken. Jedenfalls habe ich mir angefangen mit Blader auf Mercury und es läuft echt gut. Ich hole heute hole ich mir meine BM3. Ich muss noch ein bisschen Kohle zusammenkriegen, mal gucken. Ich muss noch ein paar Dungeons gehen, muss noch hoffen, was Gutes zu droppen. Naja, aber ich kann auch versuchen, auf Upgrade Core Highest abzuzielen. Die bringen dort auch ganz gut auf Mercury. Eine Mille pro Code, nur kann ich mein Geld nicht machen erstmal. Ein bisschen IC1 spammen, mal schauen. Ja, und da ist natürlich dann das Problem, man hat im Hinterkopf immer, ja komm Jupiter, da hast du doch schon alles, Mensch, hast du doch schon teils plus 15er Equip, hast du 90er Chance. Ist man halt schon ein bisschen gefestigt, ne? Und da habe ich mir dann gesagt, nee, komm, weißt du was, ich war halt schon wieder auf Jupiter. Ich wollte mich so auf meinen Char einloggen. Mein Freund ist auch zu dem Zeitpunkt neben mir. Der hat halt auch so, der war halt auch an dem Punkt wie ich kam so nicht wirklich so richtig weiter. Man muss viel Zeit aufwenden, um hoffentlich was Gutes zu droppen und das, was man sich davon holen würde, das kostet dann wieder so viel, dass, also Jupiter, die Preise von Jupiter und Mercury, ich habe das jetzt mal wieder verglichen. Leute, Mercury ist gut, Mercury ist wirklich gut. Wenn du dort so plus 15er Teil, ich sag mal Sigmental plus 15er Teil siehst, mit Stats XY ungelöst, ja, ist vollkommen egal. Und das halt einfach vergleichst mit Jupiter. Boah, ey, was die vielleicht dort auf Mercury für, sagen wir so 2B, ne? Verkaufen. Boah, da wirst du auf Jupiter mehr zahlen. Oh. Also unter 5B kriegst du das auf Jupiter nicht. Muss ich jetzt so ganz deutlich sagen. Also, es ist. Ich hab so. Für mich macht das so den Eindruck, Mercury ist so. So ein bisschen der Startserver. Wenn du neu bist, fängst du dort an, hast du alles okay. Wenn du dann Level 200er hast, mit allem High-End-Equip hier, alles plus 15, hast du nicht gesehen, dann gehst du auf Jupiter, das sind die ganzen großen Größen, da geht's dann rund. So optisch, so, wenn ich so die Vergleiche so ziehe, sieht das so aus, ist nicht so, aber das wirkt so. Ja, und da bin ich sehr stolz mit drauf, dass ich auf Jupiter weg bin und Mercury angefangen habe. Und da habe ich halt auf Jupiter dann, wo ich halt meine Chance dann so gesehen habe, hab ich gedacht, naja, es zieht einen ja schon immer wieder zurück, weil man hat ja schon dort und hier und da. Und da habe ich ja eine radikale Entscheidung getroffen. Ich habe auf Jupiter alle meine Chars samt Equip gelöscht. Jetzt werden sich eigentlich an den Kopf greifen und sagen, ach du Scheiße. Ja, nee, es muss sein. Auch für mich persönlich. Ich habe jetzt da jahrelang gespielt. Aber es war alles eben nicht wirklich so das Richtige, so, weißt du, immer so halb, kannst du sagen. So halbherzig bloß. Weil es auch vor allem nicht meine Klassen waren. Es war nicht das, was ich. Ja. Naja. Habe ich ja gelöscht.
Das Einzige, warum ich mich ärgere, ich hätte mein Zeug, das Equipment, einfach verkaufen können. Das dann in Wutschuss halt ist, ne? Das Geld in Wutschuss umwandeln, Wutschuss aktivieren, habe ich dann Mercaball Cash. Und dann halt auf Mercury ist ja alles dasselbe, der Cash, ne? Dann dort einfach bei den Cash und Wutschuss umwandeln und verkaufen, hätte ich ein kleines Startkapital gehabt. Jetzt im Nachhinein sage ich auch, oh, warum hast du das nicht gemacht? Oh Gott. Plus 15er Siegurb und so und oh nein. 3B Wert. Jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber wo ich ihn gekauft habe, war er so viel. So, oh, scheiße. Aber ganz ehrlich, ich bin sehr erleichtert, dass einfach alles weg ist und Schluss mit Ubisoft. Einfach auf Mercury komplett neu anfangen, nichts haben. Ich habe nochmal jetzt geguckt, ich habe auf Jupiter natürlich nur noch das Lager gehabt. Da habe ich noch ein Kraftzeug und so, ich habe jetzt noch ein bisschen was verkauft. In Wutscher kriege ich auf Jupiter noch zusammen. Den werde ich dann halt Kabal Cash einlösen und mir da den dann auf Mercury mal holen und dann mal verkaufen dort immer noch. Die Preise sind ja zurzeit sehr, sehr hoch von Wutschers. Ja, mal so 108 Schmille noch machen mit dem Wutscher. Da habe ich dann 108 Schmille als Startkapital. Da kann ich mein BM3 gleich komplett holen. Das passt dann schon. Ja, ne, ich denke, das ist ganz gut so als Startkapital. Passt schon. Jo. Ja, sonst gibt es eigentlich jetzt nichts zu sagen. Videos kommen demnächst natürlich wieder jetzt von Kabal. Das geht wieder alles los jetzt mit Kabal. Ich brauche jetzt erstmal viel Zeit. Mit Bosse handeln wird noch dauern. Ich brauche Equip jetzt erstmal, ja, Waffen, Rüstung. Muss mich erstmal jetzt wieder ein bisschen verbessern. Sowas wie Dungeon Challenge, so Dungeon Dinger könnte ich natürlich machen. Einfach mal nochmal zeigen, halt, wie die Quests gehen. Legendäres Gorilla Station, so alles drum und dran, wie man es machen muss, wie man durchkommt halt. Ich bin jetzt auch in Mercury in der Gilde. Da sind wirklich einige komplett neue Leute dabei, die noch nie gespielt haben. Die, da manches so erzählt halt über Spiel und so und hier und da in Dungeons macht dies und jenes und das. Oder hier guck mal, dass der Orb oder das Crystal hier, das ist Bombe, das kannst du holen. Sachen die, was, muss ich so viel Geld herkriegen? Da kriege ich erstmal im Kopf und sagen, boah, was, so viel Geld kriege ich nie im Leben. Also wirklich Spieler, die komplett neu so ein bisschen wirklich angefangen haben. Und das ist auch ganz erfrischend, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr. In so einer Gilde bin ich jetzt halt, wo einige Leute davon drin sind. Einige, die ältere Chance hatten noch. Die schon länger spielen, aber sehr lange inaktiv waren und auch keinen 190er Schauer oder so hatten, sondern in der 160er Dreh, weißt du? Kein Equipment da drauf und so und sagen einfach, ach komm, ich fang mal an. Ja, die Gilde ist voll so mit solchen Leuten halt, die jetzt auch so sind, neu angefangen haben, in, aus welchen Gründen auch immer, wie ich halt. Ne? Ist echt schön, macht wirklich Spaß. Ne? Ist ganz lustig. Jo, Bossan dauert noch, Dungeons könnte ich wie gesagt machen. Ja, man wird die Quests mal so zeigen, bis wohin ich es halt zur Zeit schaffe. Seal of Darkness ist kein Problem. Bis Seal of Darkness ist alles kein Ding. Komme ich locker und lässig durch. EOD 2 habe ich noch nicht versucht. IC1 hätte ich vielleicht ein bisschen Probleme beim Lycanus. Ich habe die Ario noch nicht, das ist das Problem. Ich brauche noch die Ario. Die muss ich mir demnächst nochmal noch holen, die muss ich mir gönnen. Dann ist der Lycanus auch kein Problem, denke ich. So, wenn ich manchmal genug SP habe, denke ich, dann habe ich das der Lycanus auch kein Problem. Das sollte auch gehen, denke ich. Ansonsten AOS1. AOS 1, muss ich mal gucken. Ich habe, wie gesagt, C1 AOS 1 ab das nach oben habe ich so noch nicht jetzt getestet. Das werde ich mal heute machen. Ich hole mir heute mal BM3. Dann denke ich, rocke ich heute auch mal EC1 erstmal durch. Und EC1 werde ich erstmal nutzen, jetzt auch um Geld zu machen, halt, um bitte was zu formen. Brauche jetzt erstmal neues Zeug. Gut, so viel dazu. Kabal kommt wieder. Dauert jetzt erstmal ein bisschen. Sowas wie Legendas, Ruiner Station oder alles, so einfach so kleine Videos mit Dungeon Challenge, wo ich die Quests zeigen, kann ich machen demnächst mal. Dass halt wieder ein bisschen Schwung reinkommt, ne? Kann man machen, kann ich machen. Das ist, muss dann nur gucken, wann jetzt, ne? Weil ich jetzt erstmal nicht voll gesorgt bin, zuerst mal auch zu leveln und alles. Na gut. So viel dazu, ihr wisst erstmal den neuesten Stand, was Kabal Online angeht. Ich hatte auch letztens Skyforge auf der Liste, habe ich auch gespielt. Ist auch echt gut. Aber, weiß nicht,
Das hat mich am Anfang auch sehr gehypt, so ein bisschen Richtung Cowboy 2 halt auch. Der Hype war da, aber dann. Cowboy Online ist es halt, ne? Ja, Cowboy Online ist einfach mein Spiel. Da lande ich halt im Endeffekt immer wieder. Also insofern kann man nichts machen, kann man nichts einfach nichts machen, ne? Na gut. Dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Ja, bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss.